Moin Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem fantastischen Tag. Wir spielen wieder Demon's Souls auf der PlayStation 5. Und in der letzten Folge haben wir meines Erachtens relativ easy die Spinne erlegt. Wobei ich gar nicht wusste, dass das kommt, aber sie war noch nicht so schwer. Wird wahrscheinlich eine der leichteren Gegner hier in diesem Spiel gewesen sein. Hat mich trotzdem überrascht, dass sie natürlich kam. Und ja, das war natürlich alles sonst auch. Wer sitzt denn hier oben? Ist mir gar nicht aufgefallen. Für einer. Das ist tapfer. Vor der Plage war Boletaria ein großes Königreich. Der König, seine Ritter und Untertanen waren bescheiden und schlicht, doch auch beständig und mitfühlend. Ich habe viel Zeit in den kultivierten Ländern des Südens verbracht, doch keinem Land gehört mein Herz so wie Boletaria. Doch was ist aus uns geworden? Ich will nicht glauben, dass dies Vaters Wunsch für unser Land war. Okay. Mir dachte nicht gut. Ja. Dann gehen wir zurück. So, also, wir haben die Spinne erlegt. Jetzt haben wir natürlich ein paar Sachen bekommen. Jetzt müssen wir gucken, ob wir unsere Waffen nochmal stärker machen können. Beziehungsweise, wo ist sie denn überhaupt hin? Kann ich nicht. Wo ist da sie? Können wir uns nicht auch ein bisschen stärker machen? Ihr strebt nach der Macht. Dann genau, danach strebe ich. So, also, mal gucken. Die Stärke auf jeden Fall mehr machen. Kostet. Aus ihrem Gefäß entnommen. Gewährt eure gut. Stärke, auf dass die Welt geheilt werde. Auf dass die Welt geheilt werde. Okay, machen wir jetzt mal so. Ich mache den kurz stärker. Obwohl, nochmal 18, 19... Und wir haben ja noch, bevor wir das machen, wir haben ja noch ein paar Seelen, die wir rausballern können. Ich bin hier für euch, euch ganz allein. Da. Die nehmen wir einmal. Die nehmen wir einmal. Seelen des angesehenen Helden nehmen wir auch mit. Und was ist mit den Seelen hier? Können wir die auch einfach... Der Phalanx der Toren, können wir die nicht auch verballern? Kriegen wir bestimmt auch was für, oder? Ist nicht viel, aber... Vielleicht muss man die auch für irgendwas benutzen später, ich weiß nicht. Wir benutzen die einfach. Wir machen uns jetzt einfach mal ein bisschen stärker hier. So. Okay, jetzt gehen wir hin und wollen von ihr nochmal ein paar Seelen haben. So, Vitalität auf jeden Fall. Kondition. Stärke. Auf dass die Welt geheilt werde. Obwohl, warte mal. So, wir machen mal Vitalität ein bisschen höher. Ich würde aber sagen, die Beweglichkeit macht auch Sinn, oder? Die Stärke auf jeden Fall. Noch ein Stärker. So, mehr machen wir nicht erstmal. Denn wir müssen auch unsere Waffen noch machen. Das heißt, wir gehen jetzt mal zu den Waffen nochmal. Seid ihr fertig? Den fix und fertig sind wir. So, fragen wir ihn nochmal. Ich kann euch Waffen schmieden. Kannst du erstmal reparieren hier. Und dann die Waffen aufwerten. So, mal gucken. Unser guter Dreiecksschild. Da brauchen wir Hartsteinscherben für, um den Stecker zu machen. Wie sieht es mit unserem Streitkolben aus? Wir könnten uns ja diese Scherben nochmal holen. Entweder kaufen wir uns die oder wir holen die direkt da aus den Minen. Tunnelstadt. Sollen wir das einmal machen? Wir gehen einmal in die Schmiedeareale und holen uns nochmal kurz ein paar von diesen Scherben. Also entweder kaufen wir uns die gleich da oder wir gehen nochmal kurz rein. Natürlich irgendwie einfacher wäre reinzugehen, denn wir könnten ja schon ordentlich Schaden machen da, oder? Nein!
Achso. Sehr gut. Scharfsteinscherbe, okay. Da lag ja nur eine Leiche, das ist uns jetzt mal egal. So, wir gehen jetzt erstmal da hinten wieder rein. Oder? Würde ich sagen, schauen uns das Ganze mal an. Ah, lass hier ruhig mit ein paar Steinen werfen, das stört uns nicht. Da werden wir uns dann vorbeimogeln. Oh, jetzt aber. Oh. Geht ja schon hoch da. Da waren wir noch gar nicht da oben, fällt mir gerade ein, ne? Oder? Können wir auch mal hochgehen. Oder waren wir doch schon hier? Ich glaube nicht. Die machen wir noch platt. Oh, liegt da noch eine Leiche, die können wir auch mal einsammeln hier. Wow, da müssen wir aufpassen, dass da nicht runterfällt. So. Seele eines angesehenen Kriegers, na gut. Okay, viel mehr gibt's hier gar nicht. Geht's noch höher? Nö. Direkt wieder runterfahren. Das ist eigentlich ein ganz geiler Fahrstuhl hier. Also witzig gemacht zumindest. Guck mal, hier unten können wir auch noch was einsammeln. Das machen wir auch glatt. Okay, ich weiß gar nicht, was man mit den ganzen Sachen da machen kann. Das muss man irgendwann mal in Erfahrung bringen. Kommen die verkaufen, die Sachen? Gibt es einen Händler, der sowas ankauft? Oder kann man was daraus bauen? Ich weiß es nicht. Ich kann mal gucken, ob man was daraus basteln kann. Wir haben ja jetzt so viel eingesammelt. Stopp Blutung, okay. Was war das denn hier? Belebt in seelengestellten Körper wieder. Ach, das ist dafür, okay. Ach, guck mal, die können wir verzaubern, okay. Dann lassen wir hier reingehen. Ich glaube, die haben uns doch ganz viel gegeben hier, oder nicht? Oh. Na gut, wir gleich mal heilen. Okay, viel gibt es jetzt hier gerade nicht. Ich dachte, die lassen wieder was fallen hier ordentlich. Anscheinend gar nicht. Oh. Komm, die blöden Köter her, ey. Den habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Spinnensteinscherbe. Okay, ist nicht genau das, was ich haben wollte. Nicht mal ansatzweise. Na gut. Ja.
Oh, da. Blöder Penner. Okay, bringt uns nicht so viel. Ich glaube, es macht eher Sinn, noch ein paar von diesen Scherben zu kaufen. Ach, du bist es. Na gut, dann lass uns rausgehen. Das macht, glaube ich, nicht viel Sinn. Dann kaufen wir lieber ein paar Scherben. Und dann, jo, das reicht, glaube ich. Wir kaufen uns ein paar Sachen. Und dann reisen wir ins nächste Land. So. Wir müssen auch schnell wieder zu dem Verkäufer hinkommen. Der ist auch nicht so weit weg. Gut. Ich dachte, man könnte das vielleicht so machen, aber. Und so ist es nicht gedacht. Ich glaube, ich will mein Schild ein bisschen heiler, besser haben. Deswegen. Komm, ein paar Hartsteinscherben. 10 Stück. Ja. War eine Freude, mit euch zu handeln. Ja, bitte, bitte. Freut mich auch. Dann müssen wir wieder hier runtergehen. Und zurückreisen. So. Dann geht's auch gleich weiter ins nächste Gebiet. Bin schon ein bisschen aufgeregt. Wollen wir runter zu ihm hier? Ich kann euch Waffen schmieden. Ah, reparier mal kurz. Nicht so viel, aber. So. Waffe auch noch ein bisschen härter machen. Da brauchen wir große, haben wir gar nicht. Okay. Dann machen wir hier das Schild doch noch mal ein bisschen stärker. Noch eine Runde stärker. So. Wann die kaufen bei dir? Gut, ich kann nicht. Oh, doch, warte. Eine Sache wollte ich noch kaufen und zwar die Pfeile. 40. Kann ich so viele kaufen, wie ich will? Mal oh, kaufen wir 100 Stück. So teuer sind die eigentlich nicht, ne? Geht eigentlich. So, jetzt müssen wir einmal hier die Munition einsetzen. Und dann müssen wir bei dem Typen noch was abgeben. Ich passe gut auf eure Sachen. Ich bin gespannt, zeig mal. Also, ich will was reintun und zwar. Da. Wer kann da rein? Er muss ja nicht mit so viel rumlaufen, ne? Ist ja Quatsch. Findet man ja auch irgendwie Sachen, die mal cooler sind, als das, was man hat. Weiß ihr nicht. Habt ein Herz ausgehalten. Wo bin ich? So, jetzt lass uns in den anderen Bereich wieder gehen oder beziehungsweise weitergehen. Gucken, wo wir hin, wo wir landen. Die Tunnelstadt. Panzerspinne haben wir ja geschafft. Dann kann uns ja eigentlich nichts mehr passieren. Ich weiß doch gar nicht, ob es eine bestimmte Reihenfolge gibt, wie man die erledigen muss. Das weiß ich halt auch nicht. Aber ich sehe, da vorne ist schon so ein goldenes Ding wieder. Ja. Da finden wir auf jeden Fall ein paar Sachen und den haben wir gut, sind wir gut ausgewichen. Na komm her. Er ist schon ein bisschen stärker hier, wie man merkt. Eieieiei, das wusste ich nicht, dass das passieren kann. Warum explodieren diese Lichter? Okay, das muss man erstmal wissen. Okay, das wissen wir jetzt, zumindest.
Wir hören uns trotzdem nochmal. Okay. Alles gut, alles Suche, Leute. So. Wo gehen wir längs? Links oder rechts? Gehen wir hier durch den Tunnel durch. Nachricht lesen, warte, lesen wir uns mal wieder durch. Lauf einfach durch. Ja, das will ich nicht. Ich will ja gerne die Gegner auch haben. Erwischt. Okay, der ist ein bisschen schneller da. Okay. Jo, da haben wir wieder was bekommen. Große. Oh, die brauchen wir, die großen Hartsteine. Für unsere Waffe auf jeden Fall. Ich muss die alle nacheinander locken, glaube ich. Aber ich will mal. Ich würde mal gerne dieses klebrige weiße Zeug testen. Dass das bringt, die Magie hier? Ich glaube nicht. Okay. Oh, zurück. Nein, das hier. Okay. Oh, schnell weg hier. Eieiei. Okay. Jetzt habe ich nichts von dem klebrigen Zeug mehr, aber der ist noch ein bisschen da hinten. Lass mal schnell hier unten was reinlegen. Und zwar. Ich habe hier überhaupt gar nichts zum Heilen, kann das sein? Wir sollen ein paar Heilsachen wiederfinden. Stellen wir trotzdem ein. Ich habe hier so ein großes Ding zum Heilen. Ach, zur Not könnte ich mich auch mit dem anderen heilen. Noch mit meinem. Oh, ganz effektiv, würde ich sagen. Sicherer Ort voraus, okay. Nein! Das war ja dumm. Aber ich sau Glück gehabt, aber ich hätte ja auch voll sterben können. Aber wie soll ich denn... Das war echt dumm von mir, oder? Wo komme ich denn hier hin noch? Kann ich eben runter? Nee, kann man nicht, oder? Okay. Aber das war sehr, sehr dumm von mir. Ich gebe es zu. Ich weiß nicht, warum ich da runtergefallen bin. Boah. Ring der Seuchenresistenz. Aber das war bescheuert. Wieso bin ich hier runtergeplumpst, ey? Wie behindert kann man denn sein? Zu dem? Seele eines berühmten Kriegers, ja. Und jetzt bin ich hier unten und hänge hier fest. Ich heile mich mal kurz.
Was sagt er? Ich will nach Hause. Ja, ich auch. Aber wie kommen wir da hin? Wie kommt man denn hier noch weiter irgendwie? Ich kann hier runterfallen. Ja, toll. Das war's jetzt. Oh, nee, doch nicht. Oh, Mann, ey. Da geht's längs, aber es geht auch hier runter irgendwie, ne? Seelen des unbekannten Helden. Da kann man wieder hoch. Oder eben direkt hier runter. Ich weiß auch nicht, was da unten ist. Gehen wir mal kurz drauf. Ach, hier ist er blöd hier unten, ey. Das nervt mich jetzt gerade voll. Weil wenn wir hier sterben und wir müssen da wieder zurück, um irgendwas zu holen, das wird doch nichts. Da geht's irgendwo rein. Ach Quatsch, man kann diese Steine kaputt machen. Was sagt er hier? Zeit für fliehen. Na toll. Wir gehen erstmal hier rein, gucken mal, was passiert. Ich will nach Hause, ja toll. Oh Gott, was ist hier denn drin? Das sieht geil aus, aber es ist nicht so gesund, glaube ich. Ups. Das ist der Weg, ja, aber das ist ein Feuertyp. Der verliert überhaupt kein Leben. Da kommt aber langsam auf uns zu. Oh, da ist noch so einer. Er kommt hier langsam hoch, okay. Scherbe. Ja, aber kann ich nicht hinlaufen. Oder? Ne, jetzt ist er schon da. Oh, Mist, oh Mist, oh Mist. Er kommt auch schon da raus, aber den kann man doch gar nicht besiegen, oder? Der fehlt ja kaum Leben. Ne, das macht keinen Sinn. Okay. Gut, da gehen wir jetzt nicht längs. Da gibt es bestimmt richtig coole Sachen, aber da bin ich, glaube ich, noch zu schwach für. Aber nicht so schnell laufen, die ist gleich irgendwo runterfallen. Das wäre natürlich noch bekloppter. Okay, jetzt sind wir hier. Mal gucken, hier kommt noch irgendwo runter, ne? Da kann ich runterfallen. Gibt es hier irgendwo einen Weg, wo man runterkommen kann, ohne tot zu gehen? Das sieht nicht so aus, ne? Alter, was ist hier los? Okay, 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 okay. Ich geh jetzt mal hier hoch. Anscheinend kommen die ja nicht dichter. Kann man die hier mit töten? Ja, perfekt. So einen Mund treffen, ne? Oh. Nein, den Kopf treffen, warte mal. Alter Schwede, wo kommen wir da hoch? Das ist eine Leiter, wo ging die denn hoch? Hätte ich vielleicht gerade eben hochgehen können, ohne runterzufallen? Ohne weh zu tun?
Mal gucken. Okay, ich hätte auch hier einfach runtergehen können, ohne mir weh zu tun. Wir steigen mal hinab wieder. Dann können wir auch was einsammeln auch, das ist schon ziemlich gut. Von beiden sogar. Mal gucken, was es gibt. Okay. Mal gucken, ob es noch schneller geht irgendwie. Grausteinscherbe. Also da gibt es einen Weg und... Wow. Na? Ah, gibt aber nichts. Schade. Sah aber auch scheußlich aus, das Teil. Gut, wir gehen hier weiter. Gucken, wo wir da hinkommen. Okay, hier liegen immer Knochen von einem Drachen. Gut, dass wir so viele Pfeile gekauft haben. Na gut. Alter, wie viele sind hier, sag mal? Kommt noch einer auf? Gottes Hände, Gottes Hände. Oh, was ist das denn? Gucken wir gleich mal an. Okay, was ist denn Gottes Hände? Ach so, ist eine Waffe, okay. Kann man mit beiden Händen zuhauen wahrscheinlich, okay. Zeit für eine Pause. Ach komm. Gehen wir erstmal hier weiter. Waffe von Wert voraus. Ich glaube, wir müssten mal irgendwie versuchen. Oh, hier. Form und Gras, perfekt. Da liegt noch jemand. Also, okay. Okay, jetzt ist die Frage, was sagen die hier? Vision von Feiglingen. Nimm dich in Acht, hier ist ein Dämon. Hier ist es nicht sicher. Okay, also kommt jetzt schon ein Boss wieder. Ist natürlich echt ein weiter Weg jetzt auch, ne? Wenn wir den ganzen Weg wieder hier hin müssen. Oder? Aber... Mist, das muss doch hier, gibt's ja auch keine Abkürzung oder so, ne? Weil das ist ja wirklich eine miese. Ja, wirklich ein mieser Weg. Oh Gott, na gut, gehen wir da rein. Lass uns sterben. 7000 Seelen, das ist natürlich echt viel Asche ist. Mal heilen. Gehen wir rein und lassen uns drauf gehen. Okay. Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Ah.
Scheiße. Überlaufen hier. Shit, ey. Okay. Auch mal treffen irgendwann, ne? Hau doch mal ab gleich. Mann, Mann, Mann. Das ist ein langer Kampf. Hinter dem Ding. Shit.
Oh, fuck. Oh, oh. Alter Schwede, ey. Krank, krank. Gut. Also der haut ganz gut rein, aber da brauchen wir auch ein bisschen Sachen für. Wenn wir nichts hier, was uns da irgendwie hilft. Ich glaube, da müssen wir uns Nexus und ein paar Sachen kaufen. Definitiv brauche ich ein paar Sachen. Da kommen wir nicht drum rum. Gucken wir mal. Der ist auf jeden Fall gut, der Gegner. Und hart, fand ich. Gut, versuchen wir mal. So. Gut, jetzt haben wir ein bisschen was. Und ich kann das kaufen, ja. Kann man eine Waffe auch aufwerten. Kann ich nicht. Brauchen wir Hartsteinscherben für. Da brauchen wir 4 Stück noch für, um die Waffe ein bisschen höher zu machen. Können wir doch aber uns theoretisch kaufen bei dem Heini da, oder? Das machen wir einfach mal. Ich hole noch ein paar Scherben von dem. Ja. Lass uns einmal bei dem nochmal welche holen. Bringt vielleicht nicht so viel, aber so ein bisschen. Und dann brauchen wir auch noch ein paar Gräser, die wir dann nutzen können. Müssen wir vielleicht am besten müssen wir sowas ja farmen, ne? Aber. Die nehmen wir mit. Das war's schon, guter Mann. Ich habe Freude, mit euch zu handeln. Ja. Und dann nochmal müssen wir diesen Typen ja nochmal ein bisschen besiegen da, ne? Ich kann euch Waffen schmieden. Okay. Nicht so viel, aber nehmen wir mal 20 Stück mit. Nicht die Welt, aber Hauptsache man kann ein bisschen sich immer heilen. Ja, danke. Ja. Und dann werden wir uns nochmal in die Turnstadt begeben. Das Problem ist natürlich, wir wollen auch gerne unsere Seelen wieder haben, ne? Das heißt, das ist das Erste, was ich machen muss, wenn ich da reinkomme, die Seelen einsammeln, damit wir die erstmal wieder haben. Und dann kann er mich ja mal wieder mal umbringen. Aber es ist natürlich auch ein langer, langer Weg da jetzt rein, ne?
Oh, da ist er noch. Okay. Jetzt muss man aufpassen. Oh, was? Nein, weg hier, weg hier, weg hier. Nein. Oh, wie bescheuert war das denn gerade, Leute? Wie bescheuert war das denn? Oh, das ärgert mich gerade umso mehr. Naja. Ärgerlich, ärgerlich. Jetzt sind natürlich auch die ganzen Seelen weg, aber dann... Alter, was ist denn los hier? Oh, was bin ich denn für ein... Okay, das war jetzt wirklich dumm. Das gebe ich zu. Jetzt wollten wir es einfach schneller und schneller haben. So, holen wir uns mal unsere Seelen mal wieder. Nein! Das gibt's doch gar nicht. Spaß, ey. So. Nein, wieso erwischt es mich denn immer? Puh. Ja, ich weiß nicht, hier reicht das alles. Ist doch gar nicht. So, kommt noch ein Wagen. Das heißt jetzt, man kann da gar nicht durchkommen? Doch, ne? Muss man nur dran vorbeischleichen, oder? Machen wir mal. Dann gehen wir hier durch. Da kommt noch so ein Wagen. Kann man hier durch oder geht das gar nicht? Okay, in der richtigen Position rollen, dann geht das. Ich wollte jetzt zum Drachen, ne? Jetzt müssen wir erstmal hier links gehen. Oh oh. Auge der Führung, ne? Da geht's weiter. Wir können mal was. Hier geht's wahrscheinlich hoch. Wer weiß wohin. Wir gehen mal hoch. Gucken wir uns das mal an. Ne, runter. Ach Mist. Na gut. Aber wenn es runter geht, geht's auch wieder hoch. Ist das sogar eine Abkürzung zu dem Stelle, wo ich hin wollte? Ich glaube zwar nicht, aber. Nein, bleib stehen. Wer sind die beiden denn da hinten? Will ich gar nicht rausfinden. Oh oh. Eieieiei. Wollen wir gar nicht rausfinden, wer das ist? Hier ist er da oben. Aber die sind anscheinend gestorben. Wir richtig viele Dings bekommen. Okay, lass mal versuchen, was es hier gibt. Und ein bisschen heilen.
Ah, komm her. So. Kein Gegner? Oder hinten ist so ein... Nein, bleib stehen! Mann, total ärgerlich. Gestorben, ja. Toll. Da liegt auch eine Leiche da hinten, okay. Das ist natürlich jetzt blöd. Hätte ich ja gern gehabt. Egal. Ja, okay. Blödes Viech, ey. So. Okay, bin gar nicht so. Also. Gut. Hier. Wenn du weiter voranschreitest, dann sterbe ich wahrscheinlich. Sieht auf jeden Fall nicht gut aus da. Also man kann wahrscheinlich da irgendwo hinfallen, dann landet man wahrscheinlich gut, aber ich traue mich irgendwie nicht. Das geht ja auch einfach nur runter, wie man sieht, ne? Mal kurz gucken. Ist die Frage, ob wir hier runtergehen oder versuchen, unsere Seelen zu holen bei diesem Boss, den Dämon müssen wir auf jeden Fall noch besiegen, aber bin ich hier gerade einen anderen Weg gegangen? Gestorben. Was kann ich denn hier machen? Ich kann hier doch nur... Kann man hier runterspringen? Da stirbt man doch, oder nicht? Gibt doch keine Leiter hier. Da kann man da so runterrollen. Selbst wenn ich da runterrolle... Nee, das geht doch nicht. Wie soll man denn da weiterkommen? Verstehe ich nicht ganz. Zeit für Rollen, okay. Nein! Nein! Oh! Scheiße! Das war ja wirklich dumm. Aber da gehen wir nochmal hin und holen das uns noch wieder. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Nein! Haut mich nicht immer, wenn ich komme. Gibt's doch nicht! Alter, was mache ich denn hier, ey? Oh, wie dumm ich bin, ey, wie dumm ich bin, ganz im Ernst. Das gibt's doch gar nicht, echt. Das ist mir komplett egal. Ich lass einfach hier rein. Oh, fuck, Alter. Guck es an. Naja. Ja. Ja.
So, gehen wir nochmal runter. Ich gehe gleich wieder hoch. Ich wollte nur einmal runtergehen, um zu gucken, wo man da hinkommt. Hier, was haben wir hier unten? Ich bin glitzernd. Okay, hier kann man nichts machen. Hier war einfach nur diese Glitzerdinger. Da bin ich natürlich nicht beide erwischt von, aber egal. Gut. Was steht da? Achso. Na gut. Yo, 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 ey. Ach, das hatten wir schon. Jetzt mal wieder hoch. Muss man den Typen noch erledigen, der da gleich steht und noch auf uns wartet. Ey. So. So, jetzt gehen wir wieder durch die Minen durch und kämpfen uns vor. Der war schon vorplatt. Mensch. So. Zeit für Rollen war da oben, ne? Testen wir noch mal. Taucht noch so ein Viech auf, glaube ich, ne? War das nicht so? So. Mal gucken, wo ich genau rollen soll. Also, da muss ich hinrollen. Okay. Das ging ja eigentlich ganz okay. Okay. Hm.
Ich bin über 9000 Mal gestorben. Okay, das hört sich irgendwie nicht cool an. Okay, viel Leben verliert er nicht. Sollen wir den treffen? Ich weiß es gar nicht. Na gut. Das ist alles absuchen jetzt erstmal hier. Strafsteinklumpen. Wie willst du die denn killen, ey? Das dauert ja Jahre. Keine Ahnung, wie man den killen soll. Weiß ich wirklich nicht. Oh! Eieiei. Na gut. Was ist denn da los? Überhaupt kein Schlag gegen die. Okay, ich kann die irgendwie nicht alle töten, da kann das sein. Das funktioniert auf jeden Fall nicht so. Wo geht's denn hier hin? Schon irgendwas. Die beste Option ist Hammer. Ja, ich habe keinen Hammer. Links. Oh, alter Schwede. Ach guck, er macht sogar einen Weg frei hier. Okay. Konzentriere dich auf Lichter, ja. Ich weiß. Die können dann umbringen hier. Abgrund voraus. Ja, da können wir ja nicht hin. Wir können die Lichter ja nicht... Das geht nicht, also okay. Gut, hier geht's nicht weiter. Ich habe 9000 Dämonen besiegt. Den ganzen Weg wieder hier hochgekommen jetzt? Ist ja auch irgendwie beschränkt. Okay, aber es muss ja also, muss ja richtig sein hier längs. Kann ich mir das erklären gerade. Ja.
muss irgendwie im Fahrstuhl runterkommen, ne? Vorsicht, heraus oder weiter vorne? Hier waren wir, glaube ich, noch gar nicht, ne? Ich dachte, wir wären hier schon irgendwie. Na gut, dann gehen wir nochmal hier durch. Gucken, ob da was kommt. Sieht so aus wie die andere Geschichte, wo wir waren, oder? Ist das die hier? Ja, das war doch, geh nicht ohne Wunder weiter, hä? Na gut. Geh nach oben. Okay, das haben wir alles schon gemacht. Das heißt, wir können jetzt nur in die andere Richtung wieder gehen, ne? Also, um das zu schaffen, brauchen wir eine bessere Waffe oder irgendwas anderes, womit wir diese Feuertypen da platt machen können. Huch! Achso, was sind die? Okay. Darauf sind das für Gegner, die da kommen. Mann! Wie kann das sein, dass der mich noch trifft? Obwohl er... Na gut. Okay, jetzt mach ich platt. Ich auch. Alter! Lauf! Das ist, eigentlich kann gar nicht, so viel kann ich gar nicht anreden, das geht ja gar nicht. So, ich habe ein bisschen vorgespult und wir probieren es einfach mal direkt wieder. Wie ihr sehen könnt, habe ich auch ordentlich gefarmt unten, wie man sieht. Und da bleibt es auch nicht aus, dass man ein bisschen Seelen sammelt. Aber ich habe jetzt 25 von diesen leckeren, köstlichen Vollmondblättern. Und ich habe auch ein anderes Schild jetzt. Das ist so ein Schild, mit so einem, den kann ich mal pieken. Ich glaube, ich fühle mich dann besser vorbereitet. Ich habe wirklich viel gefarmt, muss ich zugeben. Also eigentlich gar nicht. Ich habe immer dieselbe Stelle benutzt, aber die Leute haben immer das Gleiche fallen lassen. Deswegen, lass uns mal reingehen und probieren. Ich glaube zwar nicht, dass wir ihn schaffen, aber vielleicht beim 5. oder 6. oder 7. Anlauf. Mal gucken. Okay. Alter. Ja, das war's schon. So schnell stirbt man. Uncool, uncool. Aber was... So, wir probieren es nochmal. Nächster Anlauf. Wir sind gespannt, wie schnell wir diesmal schaffen. Alter.
weiß nicht, wie ich den treffen kann immer. Ah! Mist, ey. Gibt's doch gar nicht, ich hab die einmal getroffen, den Typen. Oh nein! Hardcore-Typ. Wo ist er? Shit, 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 shit. Oh, Mann. Oh, komm schon. Ich krieg ja auch die einmal zu packen hier. Ah, hier, scheiß Flamme. Alter, ist der flott unterwegs, ey. Okay. Shit, shit, shit. Hier. Oh. Ärgerlich. Alter, der haut aber auch ganz gut rein, der gute Mann, oder? Der haut echt gut rein. Okay, probieren wir jetzt nochmal. Komm her. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm schon. Häng noch was. Okay.
Oh nein! Nein! Ey, ganz im Ernst! Oh, einmal falsch gemacht und man ist sofort tot, ne? Shit. Okay. So, wir probieren es jetzt nochmal. Ich habe jetzt hier vorne irgendwie Phantom beschwört. Keine Ahnung, wo das herkam. Gehen wir trotzdem mal rein. Probieren es mal. Jetzt schon wieder sterben, ey. Ganz im Ernst. Das gibt's doch gar nicht. So, ich habe jetzt mal hier so ein Seelenzeichen berührt. Vielleicht kommt da jemand und hilft mir. Zumindest wurde er beschworen. Aber ich sehe jetzt noch keinen. Ist er das hier? Nee. Phantom. Moin. Ich weiß nicht mehr, ich weiß gar nicht, wie jetzt hier. Okay, gehen wir rein. Los geht's. Mal gucken, mit ihm zusammen schaffen wir es vielleicht. Denn ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Alter, der macht ganz gut Schaden, der Typ. Sieht schon besser aus. Danke für das Phantom, ey. Endlich! Ich weiß nicht, wie man die Dings macht hier. Ich hab keine Ahnung, wie sie. Ja, ist weg. Aber es war ja nett von dem. Ey, das war richtig nett und wir haben es geschafft. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich, also ich bin froh, dass ich den beschworen. Klar, müsste man das selber geschafft haben. Klar, sagen wir alle, oh, hat es nicht selber geschafft. Aber ganz ehrlich, ist mir im Moment echt egal. Denn der war wirklich heftig beschissen. Gut. Aber trotzdem, muss ich sagen, bin ich froh, dass wir es geschafft haben. Rein zurück in den Nexus. Und ja, danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.
Like und so und tschüss und so.